Denken mit Kinnert und Welzer. Gedankenakrobatik im Phoenix-Podcast. Lieber Herr Welzer, was beschäftigt Sie in dieser Woche? Armut. Ich beschäftige mich mit Armut, weil ich gestern einen sehr eindrucksvollen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen gelesen habe. Erstaunlicherweise erste Seite Feuilleton, wo eine Frau, Miriam Günther, einen Text über Armut schreibt. Und sie schreibt diesen Text nicht aus einer soziologischen Perspektive oder aus einer Verwaltungsperspektive, sondern als Betroffene und beschreibt, was Armut ist, was es bedeutet, in dieser Gesellschaft arm zu sein. Und als ich das gelesen habe, ich kann ja gleich ein paar Sachen daraus zitieren, das ist ungeheuer eindrucksvoll, und zwar besonders deswegen, weil man beim Lesen des Textes merkt, wie absolut abgeschattet dieser Bereich in unserer gesellschaftlichen Kommunikation ist. Es kommt praktisch nicht vor. Und also das beschäftigt mich schon sehr. Also zumal die Zahlen der Armen und insbesondere auch der armen Kinder sind ja hoch und im Steigen begriffen und werden durch die Energiepreisthematik nochmal dramatischer sein. Und das ist irgendwie gar nicht auf dem Radar. Aber inwiefern haben Sie das Gefühl, dass das nicht auf dem Radar ist? Weil ich ja schon das Gefühl habe, wenn wir die Debatten der letzten Wochen verfolgen, geht es da viel um eben Kompensation für Preise, um Deckel, um bestimmte Arten und Weisen, wie man genau den Ärmeren helfen kann. Also wenn ich gucke ja diese Fernsehdiskussionen und die Einlassungen auch der Ökonomen zu dem Thema und so weiter. Und ich finde, es ist nicht auf dem Zettel. Es gibt so ein paar Lippenbekenntnisse. Aber dann folgt immer sofort, also insbesondere wenn Politiker das Thema haben, folgt sofort die hart arbeitende Mitte. Ja? Und erstens finde ich den Topos des hart Arbeitens, das ist sowas von irgendwie aus einer anderen Zeit kommen. Ja, man hat dann immer so den Bergmann mit der Spitzhacke irgendwie vor Augen bei der hart arbeitenden Mitte. Und in der Tat ist es ja so, dass die hart arbeitende Mitte jetzt Einschränkungen erfahren wird. Und je nachdem, wo sie von ihren Einkommen angesiedelt sind und was die Versorgungsansprüche von anderen sind, denen sie nachkommen müssen und so, sind da Leute schon schwer betroffen. Aber das ist nicht das Problem. Das existenzielle Problem betrifft, und zwar schon vorher, die Menschen, die wirklich arm sind. Also wie Julia Friedrich sie in ihren Büchern beschreibt oder eben wie diese Frau Günther das beschreibt, und das ist eine völlig andere Dimension. Und ich finde es ja auch so unfassbar, wenn man jetzt so einen folkloristischen Satz wie von dem Bundeskanzler nimmt, you never walk alone. Das ist so das, was... So, und wenn solche Leute das lesen oder hören, die müssen doch sagen, wovon redest du? Weil wir walken die ganze Zeit, wir walken seit vielen Jahren alone und niemand interessiert sich für uns. Außer, dass es manchmal dann Konkurrenzen durch vermehrte Flüchtlingszahlen an der Tafel und sonst was gibt. Aber niemand, also wir sind unsichtbar. Ja? Und das taucht dann, diese Unsichtbarkeit wird wirklich verdoppelt in der Art und Weise, wie das Problem im Moment diskutiert wird. Ich habe in den letzten Wochen wahrgenommen, dass es so ein neues Momentum in der Debatte gab, nämlich mit der Einführung des Bürgergeldes und so weiter, dass gerade die untere Mittelschicht eben das Gefühl hat, sie kämen besser weg mit sämtlichen Energiekompensationen, wenn sie eben nicht mehr arbeiten würden. Das heißt, dass genau da eine neue Leistungsschraube sozusagen so entmystifiziert wird. Und ich glaube, oder beziehungsweise ich habe mitbekommen, dass genau das die Leute auf einmal auf die Palme bringt, dass es nicht mehr nachvollziehbar ist, wie die untere Mittelschicht im Vergleich dann zur Unterschicht, wenn ich das so nennen darf, jetzt behandelt wird. Also da kommt eine neue Ungerechtigkeitseskapade dazu, und ich habe das Gefühl, dass die gerade die Medien dominiert. Ja, da sind viele Sachen, die, sagen wir mal so, es gibt ja vieles, was man dazu sagen kann, was berechtigt ist. Ja? Wobei man natürlich aus einer sozialpolitischen Perspektive das, was jetzt Hubertus Heil da vorangetrieben hat mit dem Bürgergeld und auch der Erhöhung der Leistungen, das ist ja mehr als sinnvoll und mehr als berechtigt. Ja. Und da würde ich sagen, das ist nicht hinreichend. Aber es ist ja damals mit Hartz IV, mit den Hartz IV-Reformen, sehr stark der Eindruck erweckt worden, der im Alltag sowieso kursiert, die wollen ja nicht arbeiten, die sind ja zufrieden und so weiter. Deshalb gab es ja dann dieses Ding mit Fördern und Fordern. Ja.
Ja? Also das Fordern heißt ja, müsst ihr euch jetzt aber auch mal anstrengen. Und da ich von meiner wissenschaftlichen Biografie aus der psychologischen Arbeitslosenforschung komme, das ist das, was ich so vor 30, 40 Jahren gemacht habe, weiß ich halt, dass die konkreten Lebenslagen vielfach ganz, ganz andere sind. Also und je ärmer man wird, und Armut ist hier der richtige Begriff, es geht nicht um, wie soll man sagen, soziale Unterschiede oder so. Es gibt arme Menschen in großer Zahl. So, und wenn man unter diesen Verhältnissen lebt, bedeutet das immer, dass die Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt sind. Also wo kann ich meinen Ort wechseln, um einen Job anzunehmen? Was macht es für mich für einen Sinn, für 2 Monate einen Job anzunehmen, wenn ich dafür meine sozusagen existierenden Hilfestrukturen unterminiere und so? Das sind alles solche Sachen, die tauchen in diesen Perspektiven, dass da Leute zwar benachteiligt sind, aber eigentlich auch nicht richtig wollen, das taucht da nicht auf. Und das ist insofern in der ganzen Sozialpolitik ein Klassiker seit über 100 Jahren, weil es immer die Perspektive des Blaming the Victim gibt. Ja, also Leute, die in diesen Situationen sind, sind eben nicht deklassiert oder ausgegrenzt, sondern sie sind selber schuld. Und der Sozialstaat ist klasse, weil er ihnen hilft. Und deshalb muss man immer ein Auge drauf haben. Und das finde ich, jetzt rede ich so lange, das ist durch so eine Perspektive wie das Bürgergeld etwas aufgeweicht, diese Perspektive. Deshalb finde ich die Initiative sehr gut. Aber dann läuft die Geschichte halt fies, weil jetzt die Inflation und so weiter so hoch ist, dass das, was jetzt die Ärmeren und aber auch die Mindestlohnbezieher dazu bekommen, ja sozusagen sofort wieder aufgefressen wird oder mehr als aufgefressen wird. Ich war ja als CDU-Mitglied zu einem Teil ja auch dankbar gewesen für den Regierungswechsel, weil ich eben das Gefühl habe, dass es meiner eigenen Partei ganz gut tut, da in Opposition sich nochmal weiterzuentwickeln. Aber auch, weil ich es interessant fand, ob eine Ampel vielleicht eine Politik auch vorantreibt, die sozialliberal ist. Weil ich als jemand innerhalb der CDU, und die CDU hat ja diese 3 Wurzeln, sozialliberal, konservativ, das Gefühl hatte, dass dieses sozialliberale Momentum innerhalb der Union immer so ein bisschen hinten bleibt. Und ich dachte, dass das eigentlich eine große Chance auch für die Ampel ist, auch mit einem eher dominant auftretenden Christian Lindner, dass man da so eine sozialliberale Färbung hineinbekommt. Und jetzt habe ich heute in der Welt gelesen, ich weiß nicht genau, welches Institut das ist, aber ein Wirtschaftsinstitut, das die Ausgabenseite der Regierung bisher durchanalysiert hat, also welche Struktur liegt dem zugrunde, und festgestellt hat, dass 60% aller Ausgaben am Ende Umverteilung sind. Also das sind nicht die Investitionen in Chancengleichheit, in neue Infrastrukturen, in Entbürokratisierung, sondern da geht es hauptsächlich in ganz verschiedenen Punkten um Umverteilung. Und das hat mich enttäuscht, weil ich dachte, auch gerade die Armutsfrage betreffend, für mich wäre das, was angebracht wäre, eine Erleichterung oder eine Vereinfachung des Steuersystems, weil man dann sehr zielgenau greifen könnte. Und jetzt torpediert bei tausenden Umverteilungsmaßnahmen die eine die andere. Und das ist für mich gerade eigentlich eine große Aufgabe für die FDP in dieser Regierung, also in einem rot-grünen Kreis mal auszuformulieren. Das ist total richtig. Und das führt ja zu fatalen Ergebnissen. Also man könnte jetzt, glaube ich, sagen, und da fühle ich mich ausnahmsweise mal einig mit den ganzen Makroökonomen und den Wirtschaftsinstituten, die ja alle sagen, diese flächendeckende Deckelung des Gaspreises ist falsch. Und sogar die sagen, ja, in dieser Stelle kommt es auf Verteilung von Belastungen an, und diejenigen, denen es besser geht, die müssen nicht profitieren und sollten deswegen auch nicht profitieren. So, und jetzt ist es aber wieder so, dass man aus welchen Gründen auch immer diesen Weg wählt, dass alle profitieren, auch diejenigen, die es überhaupt nicht brauchen. Und eines dieser Gründe ist das, was Sie genannt haben, weil man zum Beispiel jetzt das Argument hört, dass wenn man also gezielt Leistungen Menschen zukommen lassen will, die es brauchen, weiß man gar nicht, wer das ist. Ja? Und das ist natürlich, ich weiß nicht, wie belastbar das ist, weil ich meine, alle geben ja irgendwie eine Steuererklärung ab, und auch darüber müsste man ja eigentlich schon was rauskriegen. Und die Leistungsempfänger ja sowieso, die sind ja jetzt, was die Adressierung angeht, nicht das Problem, aber die darüber, sozusagen the laboring poor, wie das früher mal hieß, die müsste man eigentlich über die Finanzämter adressieren können. So, und dann könnte man doch wirklich gezielte Programme machen, dass die wirklich einfach buchstäblich das Geld kriegen, was sie brauchen. Und nicht unser eins. Ja?
Ja? Das ist irgendwie verrückt. Und dann wird sozusagen wegen einer bürokratischen, selbst hergestellten Misere, kommt eine falsche Lösung bei dem Ganzen raus. Was ich mitbekommen habe in den letzten Tagen, bin viel mit so Gastronomen und Solo-Selbstständigen und so befreundet, die jetzt auch immer noch damit kämpfen, wie sie jetzt die Corona-Prämien eigentlich zurückzahlen, ob sie sie zurückzahlen müssen, die dann in den pandemiebedingt gesperrten Innenstädten eigentlich noch wahnsinnig viel nachzahlen müssen. Und als jetzt durchgewunken worden ist, dass Arbeitgeber diese 3.000 Euro Prämie steuerfrei weitergeben dürfen, ist das natürlich etwas, wovon Selbstständige ja gar nicht profitieren. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass auch immer noch dieses alte Bild vorherrscht, der Selbstständige ist der reiche Millionär, der wohlhabend und vermögend ist. Aber dass das eigentlich wahnsinnig viele irgendwie Freiberufler, Kreative, Gastronomen, die gerade in der Pandemie auch so extrem gelitten haben, betrifft, kommt gar nicht vor. Und auch die Diskussion darüber, dass man die 3.000 Euro gar nicht denen schenken müsste, sondern dass sie selbst ihre eigens eingenommenen 3.000 Euro vielleicht steuerfrei geltend machen können, ist eine Diskussion, die komplett ausbleibt. Und da fällt mir auf, dass eigentlich gerade diese, das ist ja eigentlich ein liberaler Lobbyismus, eine FDP-nahe Politik, die kommt in der Regierung für mich gar nicht durch. Ja, aber es wird dann ein Schuh draus, wenn man nochmal sich den Begriff der hart arbeitenden Mitte vor Augen führt. Weil dieser Begriff ist ja eine Umschreibung des sogenannten Normalarbeitsverhältnisses. Also, Leute haben einen normalen Arbeitsvertrag, einen tarifgebundenen Arbeitsvertrag in einem großen Unternehmen oder in einem mittelständischen Unternehmen. Und dieses Modell des Normalarbeitsverhältnisses, das gab es mal in Westdeutschland von den späten 1950er Jahren bis in die 1980er, 1990er Jahre hinein. Aber als ich damals mich mit solchen Fragestellungen beschäftigt habe, gab es schon immer die Mitteilung, dass dies eine Ausnahme in der Geschichte ist. Also das Normalarbeitsverhältnis gibt es überhaupt nicht. Und es gab dann ja auch relativ schnell einen Prozess, den man gut empirisch nachzeichnen konnte, dass es den Lebensberuf nicht mehr gibt, also dass die Leute den Arbeitgeber wechseln, dass sie sogar ihre Ausbildung erweitern oder neuer anfangen und so weiter und so weiter. Und dass das seit jetzt 3 Jahrzehnten total im Fluss ist. Und dann natürlich Unterschichtungen stattgefunden haben, dadurch, dass bestimmte Arbeiten erledigt werden von Menschen, was weiß ich, die aus dem Flüchtlingsstatus rausgearbeitet haben und unterbewertete Arbeiten machen müssen, U-Bahn-Stationen putzen und so weiter. Und dass dann solche Berufsgruppen wie die von Ihnen geschilderten dazu kommen und jede Menge prekarisierte Verhältnisse, Minijobs und so weiter und so weiter. Und der politische Diskurs ist aber im Grunde genommen völlig antiquiert, weil die haben sozusagen den VW-Arbeiter irgendwie als Kern. Und auch den VW-Arbeiter in dem Sinne gibt es ja nicht mehr. Das sind hochqualifizierte Facharbeiter mit hohen, sehr hohen Einkommen und Bonuszahlungen am Jahresende. Auch das sind ja Bilder, die haben ja mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Und insofern, klar, ist da die Optik der Politik nach wie vor, glaube ich, total falsch eingestellt, was die realen Verhältnisse angeht. Wir haben ja in den vergangenen Wochen oft über diesen Krisenmodus und die Ohnmacht und unseren Pessimismus auch gesprochen. Aber ich finde, es wird ja jetzt sehr deutlich, dass hier eigentlich ganz viele Chancen da sind. Also eben die Arbeitsverhältnisse modern zu interpretieren, die Selbstständigen auch angemessen zu entlohnen, dass man eben guckt, dass man, wenn man Kompensationszahlungen an große Unternehmen gibt, dass man die nicht nur an vielleicht auch einer eingebildeten Bedürftigkeit vergibt, sondern auch misst an deren Transformationsbemühungen. Also eigentlich sind ja hier viele Möglichkeiten offen, auch das Steuersystem zu vereinfachen, sehr modern sich aufzustellen gerade auch. Gerade weil wir in der Krise viel von dem Staat und dieser Verwaltung abhängig sind, sind die doch jetzt eigentlich ein großer Innovationshebel auch. Wären sie, man muss das ja im Konjunktiv sagen, weil für die armen Leute in den Verwaltungen ist das ja alles noch eine zusätzliche Belastung. Ja. Und das muss man ja eben auch sehen, dass da einfach sozusagen, wenn immer nur in der Krise agiert wird, kumulieren sich ja die Belastungen. Ja, die Leute müssen dann was Neues entwickeln, sie sollen noch kreativ sein, sie müssen gerecht sein, sie müssen mit ihren Dienstherren das irgendwie klarkriegen, sie müssen das der Politik vermitteln und. Das heißt, sie drehen natürlich alle am Rad. Und da zeigt sich zum 438.000. Mal das Versäumnis, dass eigentlich die Veränderungszeiten die Zeiten der Normalität sind und nicht die Krisenzeiten.
Und wenn man das in den Krisenzeiten macht, dann kommen ganz häufig, siehe Gasumlage, kontraproduktive Lösungen raus, weil man ja gehetzt ist und weil man unter Zeitdruck steht und so weiter. Oder die Sache, dass eben bei der ersten Entlastung die Studis und die Rentner vergessen worden sind und solche Sachen. Ja. Also handwerkliche Fehler, die entstehen aber unter Zeitdruck. Und eigentlich ist das Paradoxe, dass dann, wenn es gut läuft, siehe auch Deutsche Bahn, dann muss man die Veränderungen machen, nicht wenn es schlecht läuft. Also ich finde den Gedanken jetzt einfach so wichtig, dass in so einer Krisenzeit, wo so wahnsinnig viel von Regierungshandeln und Staatsmaßnahmen abhängt, eigentlich ein guter Zeitpunkt ist, da so einen neuen Innovationsmechanismus zu installieren. Der ist in guten Zeiten gar nicht so notwendig, da läuft es, wie es läuft, aber gerade jetzt könnte man eine Steuerungsfunktion übernehmen, die eigentlich Investitionen in Innovation und Transformation belohnt und nicht nur gemessen an Arbeitgeberbedürftigkeiten, die eventuell auch selbst verschuldet sind, weil sie sich in bestimmten Punkten einfach nicht widerstandsfähig aufgestellt haben, dass man die jetzt belohnt. Ja, also und da hilft wahrscheinlich auch der Blick in die Geschichte, nämlich welche Art von tiefgreifender Maßnahme in welcher Krise tatsächlich hilfreich gewesen ist. Und ob dies berühmte, wir sind ja seit vielen Jahren in dem, was man in der Literatur dann muddling through nennt. Das heißt, man hat ein Problem und man wurschtelt sich so durch mit den Möglichkeiten, die man halt hat und mit den Rezepten, die man kennt. Und das ist wahrscheinlich schlecht. Ja, und man müsste wahrscheinlich mal gucken, was sind denn solche Konzepte gewesen wie Roosevelts New Deal, sehr tiefgreifende, für eine moderne, liberal-kapitalistische Gesellschaft ungewöhnlich umfangreiche Maßnahmen der Sozialpolitik und so. Und dann zu gucken, wie schnell hat das eigentlich funktioniert und was war die Nachhaltigkeit solcher wirklichen Innovationen. Und da nehmen sich die Parteien eigentlich alle nichts, denn die aktuell Handelnden sind scheinbar genauso durchschnittlich wie die davor. Mit diesem fatalistischen Satz können wir das Gespräch für heute beenden.